Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Lieben, ihr seht, ich habe uns hier mal wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar den aktuellen Ball. Ein richtiges Schmuckstück, wie ich finde. Und den wollen wir einfach mal auspacken. Ihr seht, so wie immer, sehen die Dinger aus. Made in China. Ja, so ist das. Richtig Schmuck. In der Regel gönnen die Dinger ja eigentlich nicht, ne? Muss man einfach sagen. Oftmals sind die Booster da drin halt auch geknickt. Manchmal sind die Karten dadurch dann auch beschädigt. Und ja, eigentlich lohnen sich die Dinger nur, wenn du sagst, ich möchte die als Deko haben. Und ihr seht ja hier an der Seite, ne, so den einen oder anderen Ball öfter mal stehen. Das ist dann ganz cool. Aber sonst wirklich für die Booster selbst lohnt es sich nicht. Aber ihr seht, es sieht einfach immer wieder toll aus und die kann man sich wirklich auch irgendwo schön hinstellen. Und jetzt gucken wir mal. Gucken wir uns erstmal hier den Coin an. Ja, nicht schlecht. Auch wenn ich jetzt gar nicht genau erkennen kann, was das sein soll. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr dort wisst. Ich glaube, so rum ist das, ne? Oder ist das so rum? So rum, ne? Ich glaube, so rum, keine Ahnung. Vielleicht ist auch eins von den neueren, ich erkenne es nicht. Also finde ich jetzt nicht so gut gemacht, den Coin. Auch wenn er an sich erstmal gut aussieht, aber ja, wir positionieren den Ball da einfach mal in der Ecke. Was haben wir hier drin? Gar nichts Aktuelles, sehr schön. Aber auf Kampfstil hätte ich jetzt eigentlich keinen Bock gehabt. Ultra Prisma, geil, Set sammlich. Nacht in Flammen, geil, sammle ich. Stunde der Wächter, geil, sammle ich. Also für die, die jetzt diese Sets nicht sammeln, ich weiß nicht, ob das in allen Bällen so ist, dann lasst die Finger davon, ne? Außer ihr wollt den Ball wirklich als Deko haben, weil dann könnt ihr mit dem Booster gar nichts anfangen. Für mich als Sonne-Mond-Zyklus-Fan mega. Und das ist halt das, was ich gerade gesagt habe, ne? Könnt ihr euch vorstellen, die sind da drin und ja, es ist nicht so gut. Hoffen wir mal, dass die Karten nicht beschädigt sind. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht einen Pull drin haben werden. Wie gesagt, ich mache es eigentlich nur wegen dem Ball selbst. Und weil ich mir es auch auspacken, ist ja auch ganz nett. Vor allem, weil ich es hier mit euch zusammen auspacken kann. Man muss natürlich sagen, mit Nacht in Flammen und Ultra Prisma. Richtig, richtig starke Sets drin. Ultrigaria. Pseudotaupsi. Oh, Fomeo, auch so süß, ne, hier mit dem Wasserfall läuft. Gelatini, ja, da freut man sich schon aufs Frühjahr und auf den Sommer. Naskenet. Oh, immerhin eine Reverse Rare. Alola Sandama, weiß ich gar nicht, ob ich die schon habe. Und dahinter Moruda, Freunde, immerhin eine Holo. Das ist ja schon mehr, als ich erwartet habe. Wie gesagt, ja, Bälle, die sind noch schlechter vom Inhalt als Dreierblister zum Beispiel. Aber man kann da ja auch Glück haben. Wir haben ja hier auch vor kurzem Dreierblister von Kampfstile geöffnet. Und ich sag euch, die beiden waren brutal. Video verlinke ich euch am Ende. Hammer. Einfach krass. Das war schon pervers. Also das habe ich noch nicht erlebt. Mega. So, ich sag mal, wer das Video nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Carpador ist am Start. Das wäre doch was, jetzt hier Rainbow Glurak rauszuziehen. Die Karte werde ich wohl niemals bekommen. Aber immerhin noch eine schöne Holo, Garados. Leider auch hier das Centering. Wieder für die Hose. Respekt. Das ist immer cool, wenn man so ein Hochlast-Pack-Magic im Hochpreisigen, ja, TCG-Segment unterwegs ist und dann so eine Qualität abliefert. Und muss man schon sagen, Respekt. Und wir sind so blöd und machen das alle mit. Also eigentlich müsste man, ne, gerade wenn ich jetzt an glänzendes Schicksal denke, den die ganzen beschädigten Karten auch mit dem Silvering und so zurückschicken. Es ist schon eine Frechheit. Ne? Weil wir sprechen hier nicht über Booster, die einen Euro kosten. Hat nicht immer alles perfekt ist, steht außer Frage. Evoli, Freunde. Ultra Prisma ist so ein geniales Set. Ich liebe es einfach. Ich sammle es, wie ihr wisst. Und das Set möchte ich auch noch komplettieren. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Feuerdiss und Magbrand. Immerhin nur eine Holo. Nichts Besonderes. Die Karte habe ich auch schon. Drei Holos, eine Reverse Rare.
Ja, da habe ich schon deutlich schlechtere Bälle gehabt. Das muss ich einfach so sagen. Also nichts, was einen jetzt hier irgendwie begeistert, aber das ist ja immer Glückssache, was in den Boostern drin ist. Ich denke, mit drei Holos und einem Reverse, da kann man für so einen Ball, der wirklich Schmuck ist, auch noch leben. So, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, nicht vergessen, Glocke anklicken, Abo dalassen und hier das Gewinnspiel zu Glänzendes Schicksal, ne? So eine Top-Trainer-Box könnt ihr gewinnen. Nicht vergessen. Also, ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu. Euer Pokeknecht90. Ciao.